9. Juni 2018, Samstag. Samstag ist ein Saturntag. Saturn ist der Planet, der Schicksal, Planet der Karma und die Zeit. Nichts anderes als Kronos, der Gott der Zeit. Und Saturn ist auch der große Lehrmeister. Belehrt uns, welche Landaufgabe erteilt gerade, das schauen wir an in verschiedenen Bereichen. Was sollen wir lernen, was unsere Emotionen betrifft, zeigt hier diese Karte an. Das Wasser symbolisiert die Gefühle. Wir sollen auf die Gefühle achten. Und tatsächlich in diesem Platz handelt es sich auch um unsere Emotionen. Die Zahl 8 bedeutet mit Höhen und Tiefen die Achtelbahn der Gefühle. Und hier ist auch ein Zaun sichtbar. Das sind die Hindernisse. Und das erleben wir in unserem Gefühlszustand. Was blockiert uns? Welche Gefühle blockieren uns? Das sind Schuldgefühl oder Zweifel oder Angst oder Eifersucht. Und hier haben wir eine Lernaufgabe, diese Zaun, ich könnte sagen, diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, damit hier eine Vorwärtsbewegung kommt und die Achtelbahn der Gefühle sich beruhigt. Lernaufgabe. Bei unseren Gedanken sollen wir da etwas ordnen, etwas klar und deutlich erkennen. Welchen Gedanken sollen wir haben? Das Bild ist so ähnlich wie bei Gefühlen. Es kommt etwas in Bewegung. Ein bisschen Geduld noch, weil diese Karte zeigt die Sommer an. Und das kann auch die Hochsommer sein. Es nähert sich etwas. Das heißt, mach dir keine Gedanken. Das kommt alles von alleine. Das zeigt auch das Wasser an. Und auch die Sonne, die Klarheit, auch die Erfolg, auch die Wahrheit nähert sich schon. Was hier blockiert, das ist das Ungeduld. Also wir sollen nicht ungeduldig zu sein, sondern die Gedanken fliegen. Es kommt alles in Ordnung. Wir bekommen die Klarheit, auch die Wahrheit und auch Erfolg. Ein bisschen noch abwarten. Welche Lernaufgabe erteilt uns Saturn gerade? Im Bereich Kommunikation. Und das zeigt diese Karte an. Wir sollen etwas in Bewegung setzen oder Gespräche führen über eine größere Veränderung wie Umzug oder Gespräche führen über eine Reise. Entweder Urlaub zu planen oder buchen oder über eine Reise, Reisebekanntschaft, da die Kontakte pflegen oder wir bekommen einen Besuch von Ausland und da die Verbindungen, die Kontakt herstellen, kann auch bedeuten Fremdsprache lernen. Welche Lernaufgabe haben wir in die Liebe? Das zeigt hier diese Karte. Es ist alles im Fluss. Und es gibt auch Leichtigkeit, weil das ist auch die Luftelement. Und die Schwerten bedeuten Entscheidungen. Die Zahl 6 heißt in dieser Karte etwas loslassen. Die Vergangenheit abschließen, damit hier etwas in Bewegung kommt, weil hier sind auch Einschränkungen und die Einschränkungen sind entweder, weil wir nichts loslassen können, Vergangenheit,
oder alten verletzten Gefühlen oder Angst, Zweifel, oder bedeutet auch das Schwert die klare Entscheidung. Wenn jemand nicht entscheiden kann, das blockiert natürlich auch. Entweder trifft euch selbst oder euren Partner oder Wunschpartner oder Partnerin, Wunschpartnerin. Was sollt ihr in Bewegung setzen? Welche Richtung sollen wir die Energie lenken? Und welche Lernaufgabe haben wir diesbezüglich? Es ist wichtig, eine Versöhnung. Es ist wichtig, ein Treffen. Das kann natürlich die liebe Partnerschaft bedeuten. Aber die Karten haben eine symbolische Bedeutung. Dieses Treffen kann auch ein Termin sein und dieses Zusammenkommen kann auch ein Vertrag bedeuten. Aber wo wir achten sollen, jemand mischt sich da ein. Wenn hier die Zahl 4 wäre, das wäre Ordnung. Aber die Zahl 5 zeigt an Einflüsse von außen. Und da sollen wir die Aufmerksamkeit lenken und beobachten, welche Einflüsse kommen und das ausschalten, damit hier alles in Ordnung kommt. Und natürlich so bekommen wir dann die Struktur, die Sicherheit und Stabilität. Gerechtigkeit, entweder eine rechtliche Lage oder das Gefühl, das läuft alles gerechtigt ab oder ist vielleicht ungerecht, verläuft etwas. Wie sieht es aus mit Gerechtigkeit und was sollen wir daraus lernen? Was für Lernaufgabe teilt uns gerade Saturn mit? In eine rechtliche Lage kommt etwas in Bewegung. Aber seid ihr vorsichtig. Und das zeigt den Gesichtsausdruck von diesem Herr. Er ist sehr vorsichtig mit seinen Handlungen, mit seinen Schritten. Er schaut in alle Richtungen, wo lauschen Gefahren. Natürlich kann das bedeuten, dass er gerade Ungerechtigkeit erlebt oder wenn das in einer rechtlichen Situation handelt, ein Gerichtstermin oder ein Termin bei Anwalt, dann sollte er langsam vorangehen und noch alles nochmal überprüfen oder überprüfen lassen. Und jetzt schauen wir an, was ist noch wichtig zum Begreifen, zum Lernen. Und das zeigt hier diese Karte an. Die Wichtigkeit besteht daran, auch mal das Leben genießen. Nicht nur mit Problemen beschäftigen, das Leben nicht allzu schwer nehmen, sondern auch mal genießen, so schöne Abende. Kann auch ein Hinweis sein für ein Fest, eine Einladung, dass diesem Treffen eine Wichtigkeit hat gerade. Was ändert sich in den Tagen und wie sollen wir damit umgehen? Jemand ist krank und das ist wichtig, um diesen Mensch zu kümmern, helfen oder mal zuhören, welchen Problemen er hat. Aber bedeutet auch diese Karte eine Heilung und da kommt auch dieser Heilprozess, diese Veränderung. Kann auch bedeuten, dass jemand in dieser Richtung arbeiten möchte. Heilung oder als Heilpraktiker und überlegt sich, welche berufliche Veränderung kommt in die nächste Zeit und das wäre gerade die Richtung. Unsere Träume und Wünsche und Sehnsüchte, das, was ich immer wieder betone, wie wichtig das ist, auch mal auf unsere Träume zu hören. Und das Umsetzen im Tat, in Realität. Weil ein Traum kann auch wahr werden.
Und in dieser Stelle möchte ich auch etwas Wichtiges vermitteln. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende. Und ich habe gedacht, wie wichtig ist diese Wende, dass mal auch in unserem Leben die Sonne scheint, dass mal eine Wende kommt, dass man in andere Richtung geht, dass wir mal Glück haben. Und ich werde in diesem Tag, bei diesem Sommersonnenwende, ein Wunscherfüllungsritual machen. Und ihr könnt da teilnehmen, kostenlos. Fühlt euch frei. Ihr seid auf nichts verpflichtet. Das ist einfach, ich möchte mich meine Dankbarkeit ausdrücken. Könnt ihr per E-Mail anmelden. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Bitte dazu schreiben Wunscherfüllung oder Sommersonnenwende und ich nehme euch auf. Schreibt eure Wünsche auf. Und ich werde mit euch auch kontaktieren, weil ich behandle das alles individuell. Und ich werde per E-Mail dann mitteilen, wann das beginnt, dass wir vernetzt sind, dass wir energetisch in Verbindung stehen. Und je nach Wunsch, das ist unterschiedlich, werde ich dann sagen, was ihr dafür machen sollt. Das ist nichts kompliziert, kostet auch wirklich Pfennigbeträge, was ihr dazu benötigt und ich werde das dann schriftlich mitteilen und das ist dieses Angebot und ich freue mich natürlich, wenn die Interesse besteht, ein Wunscherfüllungsritual am Sommersonnenwende. Und jetzt zurück zu diesem Orakel, zu diesem Legung, die Wünsche. Genau, das ist wichtig. Und was belehrt uns Saturn? Sollen wir das ernst nehmen? Wie steht Saturn dazu, zu unseren Wünschen? Sollen wir das genau anschauen? Nicht wegschauen, nicht davonlaufen, auch nicht aufgeben, sondern genau da die Fokus lenken, die Aufmerksamkeit lenken auf unseren Wunsch. Und wir machen diese Ritual Wunscherfüllung. Wo habt ihr die Kraft oder wie findet ihr euren inneren Kraft? Wie belehrt Saturn gerade, alten, verletzten Gefühlen loslassen? Auch keine Angst, dass etwas verloren geht, sei es Geld oder die Liebe, Beziehung, kommt auch oft vor, dieses Gefühl Verlust, Angst. Und erstmal traut man gar nicht zu, auf eine Beziehung einzugehen. Man probiert das gar nicht aus, weil man hat diese Verlustangst. Also hier brauchen wir eine Heilung, damit wir die innere Kraft spüren. Und das war die Saturn-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.